So Leute, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Lego Indiana Jones, die legendären Abenteuer. Im letzten Part haben wir Wily gerettet von den komischen Leuten aus dem Kali-Tempel und mal schauen, was jetzt kommt. Kommt jetzt schon die Minenflucht? Nee, die Befreiung der Sklaven. Das letzte Level war ein bisschen kurz. Mal schauen, ich glaube, das hier wird wieder ein bisschen länger, wenn ich es noch recht im Kopf habe. Wir müssen auf jeden Fall die Sklaven befreien, wie das wieder Levelname vermuten lässt oder Kapitelname vermuten lässt. Machen wir doch auch gleich. Sollte nicht das Problem sein. Hoffe ich doch. Gut. Ihr Blödmänner, lasst mich in Ruhe. Ihr komischen Gottesanbieter. Nee, keine Ahnung, wie wir sie nennen sollen. Auf jeden Fall müssen wir hier jetzt erstmal ein bisschen basteln, und im nächsten Part ist wieder der nächste Part wird wahrscheinlich wieder verdammt kurz, weil es wieder so ein kurzes Level sein wird, aber das habe ich Bock auf das nächste Level auf jeden Fall. Ich wollte nämlich ein ganz cooles Level auf jeden Fall. Ich meine, das hier ist wahrscheinlich auch cool, ich habe es nur nicht mehr so in Erinnerung, aber das darauf folgende Level, ich wird schon nicht schlecht, oder? Es wird schon sehr cool auf jeden Fall. Werdet dann schon sehen, wenn es soweit ist. Da dürfen wir nämlich mit so einer Lore fahren. Und ich mag mal auf zu schreien, Wily. Ich mag mal so eine Lorenfahrt, muss ich sagen. Ich mag das. Ich mag allgemein mal so diese Level, die so ein bisschen Abwechslung bieten quasi, die vom traditionellen Gameplay abweichen. Das hast du halt in den Lego-Spielen nur ab und zu mal. Nicht so häufig leider, aber was soll's. Aber was soll's. Hauptsache, wir kommen hier rüber. Hauptsache, wir kommen hier rüber und können durchgehen. Wo ist übrigens ein Shortround geblieben? Ich habe keine Ahnung, wo der Junge ist. Wo der Junge jetzt abgeblieben ist. Aber ist auch egal. Ist ja auch egal, würde ich mal behaupten. Solange wir hier weiterkommen, ohne ihn, ist mir das recht. So, die Lorama, das will ich, glaube ich, nicht machen, weil wahrscheinlich kommen wir dann sonst an das Minikit, an das Artefakt, und das will ich ja nicht, an den Schatz. Ich will keine Schätze einsammeln zum jetzigen Zeitpunkt. Das kommt erst alles später. Alles mit der Zeit. Aber immerhin haben wir den ersten Sklaven befreit, der uns jetzt auch den Weg erleichtern muss. Und ja, deswegen ist wahrscheinlich Shortround hier nicht, weil wir die ganze Zeit den Anspruch der Sklavenkinder, die Sklavenkinder müssen uns die ganze Zeit helfen. Deswegen ist vermutlich hier so das so gemacht, dass wir nicht Shortround bei uns haben, sonst wäre es zu einfach. Sonst könnte man ja einfach das Level durchwaschen, ohne die Sklaven auch nur ansatzweise zu befreien. Und das will ja gehen, also ist mir eigentlich relativ egal. Ich meine, die haben es ja mit sich machen lassen, ne? Nein, Spaß. Aber ja, muss ja sein, ne? Muss ja sein. So, wo kriegen wir denn hier eine Schaufel? Ich befürchte fast, wir brauchen eine Schaufel, aber wo wir die herkriegen, das weiß ich noch nicht. Dieser Mechanismus funktioniert noch nicht so, wie er sollte, habe ich das Gefühl. Achso, ich glaube, das soll auch gar nicht für uns funktionieren, sondern das soll nur für ein gewisses Paket funktionieren. Ist das eine Schaufel? Ne, das ist ein Schraubenschlüssel, okay. Wo brauchen wir denn jetzt einen Schraubenschlüssel? Das ist eine Schaufel. Und da ist die Schaufel. So, was kann man hier ausgraben? Ach ja, eine Kurbel. Eine Kurbel, was auch sonst. Eine Kurbel, die ist schön, eine Kurbel, die ist toll, so ungefähr, ja. Gut, wofür brauchen wir aber den Schraubenschlüssel? Ist doch die viel größere Frage. Dafür? Da unten für? Können wir das hier reparieren? Ist das kaputt? Scheint mir nicht kaputt auszusehen. Also es hat nicht diesen Crime-Effekt, den es sonst haben sollte. Aber was müssen wir dann reparieren? Wo ist hier was nicht... Wo geht hier was nicht mit rechten Dingen zu? Hm? Saget mir. Sagt es mir. Hm. Ist mir ehrlich, wie komme ich denn hoch? Also mit Wily auf jeden Fall, aber. Also über komplizierte Wege, aber. Hä? Bin jetzt hängen geblieben? Bin jetzt total auf dem Schlauch? Oder funktioniert das tatsächlich erst, wenn da so ein scheiß Paket drauf ist? Und ich muss das jetzt holen? Bin jetzt. Was, hä? Das wäre ganz abstrakt. Normalerweise eigentlich nicht. Achso, ja. Das fehlt aber. Okay, an das Paket kommen wir nämlich gar nicht ran, aber das andere fehlt. Warte. Warte mal. So. Nehme es rüber.
Verzeihung, ich stand ein bisschen auf dem Schlauch. Aber gut, ich dachte, das wäre halt nur für das Paket da nötig. Aber tatsächlich ist es doch für etwas mehr vonnöten. So, ist ein bisschen kompliziert hier, das Ding mitzunehmen, aber was soll's, ne? Ist ein bisschen nervig. Aber muss halt sein. Muss halt sein. Weiß nicht, was sich die Entwickler dabei... Wo spawnt das Ding? Okay, immerhin. Immerhin nicht ganz am Arsch der Welt. Ich hatte schon eine Befürchtung, dass wahrscheinlich ganz am Arsch der Welt spawnen würde, aber okay. Oh, ich erinnere mich an dieses Rätsel, oder an diesen Teil des Levels. Oh, der ist schrecklich, weil, ja. Wenn man so leicht runterfällt, weil sich Indy immer so ein Stück nach vorne bewegt beim Peitschschwingen, was dann unglaublich nervig werden kann, aber gut, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, drehen wir uns nicht weiter drüber auf, reparieren wir das Ding und sind wir froh, dass wir es geschafft haben. Aber irgendwann muss ich das nochmal machen. Ich will nicht. Aber naja, was soll's. Komm hier runter bitte. Danke. Dankeschön. Ich muss nämlich darüber schwingen. Wunderbar. Wunderbar. So, einmal hier rüber. Da können wir noch nichts machen. Aber wir können den Sklaven befreien. Das ist immerhin etwas. Immerhin etwas. Und der macht uns hier das Tor frei, ne? Machen wir mal ein kleiner Freund. Ein kleiner Sklavenfreund. Klingt so falsch, aber gut. Hab auch in den ersten 6 Folgen viel zu oft Nazi gesagt, eventuell. Aber gut, so ist das halt. Ist halt ein Spiel, wo Nazis, wo Sklaven vorkommen, oder halt die Filme. Ist halt so. Kann ich jetzt auch nichts gegen machen. Ich könnte es zwar weniger verwenden, die Worte, aber wenn es so ist, wenn die darin teilhaben, dann ist es halt so, ne? Was soll ich denn dagegen tun? Naja, was soll's. So, du wirst geschlagen. Dankeschön. So, da fehlt doch schon wieder was. Können wir hier runter und müssen hier irgendwas tun? Oder ist das nur für ein Minikit? Ich befürchte, dass es nur für ein Minikit, da da hinten auch eine Offizierstür ist für die eben erwähnten Nazi-Gestalten. Aber gut, ich sehe, glaube ich, schon, was wir tun müssen. Wo zumindest diesmal das Teil für die... Nee, doch nicht. Okay. Ich habe falsch geguckt. Ich dachte, das wäre schon dafür, aber ist es nicht. Ist es ja gar nicht. Dafür ist es nämlich. Eine Treppe oder so hier rauszuziehen, das wird gleich eine Treppe werden, ne? Ich habe noch sowas im Kopf. Naja, genau. Wunderbar. Da muss auch wieder was befestigt werden. Da sind die restlichen, da sind ganz viele Sklaven drin. Gut, aber die können wir gleich befreien. Die können wir in Kürze befreien. Erstmal hier ausgraben. Was zu tun ist, ist logisch. Und dann können wir jetzt die Sklaven schon befreien. Ja, in der Tat. In der Tat können wir das. Gut, die verprügeln wir mal eben mit der Schaufel hier, die Peiniger der Sklaven sozusagen. Und dann kommen wir hier irgendwo hoch, ne? Naja, genau. Ich hatte noch sowas im Kopf, dass sich diese Plattformen jetzt nach oben bewegen müssten. Und dann geht's vermutlich da hinten weiter, nehme ich an. Ja. Wir haben ja die Sklaven jetzt befreit, also den Großteil der Sklaven. Das kommt ein kleiner Bosskampf, oder? Ach, ein Shortbomb vor dem Führer, das habe ich gar nicht mitbekommen. Habe ich gar nicht mitbekommen, muss ich sagen, um ehrlich zu sein, aber okay. Gut zu wissen. Und der verfluchte Maharaja. Na, ja, stimmt, die Bombe verflucht, ne? Das war ja so ein bisschen... Deswegen ist der böse, ist ja gar nicht böse. Im Prinzip. Das macht ihn nur irgendwie stärker, irgendwelche schwarze Magie. Irgendwelche komischen Zaubertricks hier. Dass die heilt und so. Hm, okay, sehe schon. Den können wir auf jeden Fall nicht so besiegen. Stattdessen müssen wir erstmal seinen Kumpanen da irgendwie erledigen. Weiß zwar noch nicht wie, aber irgendwie wird schon klappen. Ich gehe erstmal hier runter. Schau mal, ob hier noch irgendwas Spannendes zu holen ist, aber vermutlich nicht. Vermutlich ist das optional. Nehme ich jetzt mal an. Kann mich auch täuschen. Aber ich nehme doch stark an, dass es optional ist hier unten. Und wir irgendwie erstmal zum Maharaja hoch müssen. Da ist doch Maharaja, ne? Ich weiß gerade nicht, wie er richtig heißt.
Auf jeden Fall müssen wir hoch zu ihm vermutlich. Und daher schieben wir das Ding erstmal weg. Boah. Der Typ ist ein bisschen langsam. Ich glaube, der braucht noch ein bisschen, bis er uns eingeholt hat. Von daher. Alles in Butter. Alles in Ordnung. Ja, ich glaube, weil da können wir es eh nicht schieben. Oder müssen wir es auch gar nicht. Stattdessen müssen wir mal schauen, dass wir irgendwie da hochkommen. Weiß tatsächlich noch nicht wie. Aber das wird sich mir hoffentlich noch offenbaren. Wie wir da hochkommen könnten. Eventuell oder auch nicht. Ich weiß es gerade wirklich nicht. Aber irgendwas muss es ja auch mit dem Dynamit hier auf sich haben, ne? Achso, ja. Ich bin dumm. Ich bin dumm. Short Round ist hinter einer Stahlwand gefangen. Und wenn wir Short Round benutzen können, dann kommen wir auch locker hier durch. Warum nicht gleich so denken? Warum nicht mal überlegen? So, du hier machst mir keine Flausen mehr. Okay. Ja, sucht sich andere Wege. Kann ich den Weg auch gehen, ne? Den Weg kann ich natürlich nicht gehen. Stattdessen bräuchte ich eigentlich mal einen Schraubenschlüssel. Wo ich den herbekommen soll, weiß ich aber nicht. Vermutlich aber aus der. Aus dem Ding. Ja. Woher auch sonst. Dann sollte sich das hier wie so ein Aufzug verhalten, ne? So sich hin und her hüpfen kann. Nein, bleib drauf, danke. Immerhin blieb er drauf. So, hör auf mich mit deiner Flasche zu schlagen. Ja, vermutlich muss ich den dreimal hauen und dann kann ich den unten besiegen. Dann kann ich erst den unteren Typen besiegen. So, genau, jetzt lässt er seinen Serum da fallen, oder? Auf jeden Fall. Verprüge ihn, Short Round, verprüge ihn. Das ist auch freundlich. Jetzt ist er auch nicht mehr besessen. Von komischen Sachen hier. Jetzt nur noch er der Böse. So, wie besiegt man den noch gleich? Wie besiegt man den denn noch gleich? Ich weiß es tatsächlich nicht mehr, aber wir finden es heraus, würde ich mal behaupten. Er wirft auf jeden Fall Steine, das ist herzallerliebst auf jeden Fall von ihm. Kann ich ihn mit Dynamit bewegen? Kann ich mit Dynamit irgendwas in ihm bewegen? Nein, kann ich nicht. Steine bringen nichts. Er muss vermutlich in die Waldzüge geraten. Das ist mir ein offensichtlicher Plan, aber wie machen wir das? Wie machen wir das, dass er in die Waldzüge rät? Wir müssen ihn vermutlich irgendwie ablenken, sodass er den Stein quasi, dass der Stein ihn überrollt und er dann eingefangen wird. Aber wie das Ganze geht, weiß ich noch nicht. Wie das Ganze geht, weiß ich tatsächlich noch nicht. Und da können wir einfach... Okay, ich habe noch eine Vermutung. Können wir das Ding wieder wegziehen? Nee, kann ich nicht. Okay. Ich dachte, sonst hätte ich überlegt, ob wir da reinhüpfen könnten. Das scheint mir nicht zu gehen. Stattdessen... Schauen wir mal. Stattdessen müssen wir mal schauen, was wir machen können. Doch, okay, man kann ihn mit Dynamit treffen. Okay, gut zu wissen. Man kann ihn doch mit dem Dynamit treffen. Ich wusste es halt nicht, aber doch. Ist ja eigentlich logisch, dass wir ihn mit Dynamit treffen könnten. So, man muss ihn halt nur richtig treffen. Dann klappt das auch schon. Ah, vermutlich immer dann, wenn er den Stein gerade hochhebt, ne? Naja, weil dann ist er abgelenkt und kann nicht ausweichen. Okay, ist logisch. Ist doch logisch. Oder wenn er einen Stein gerade trägt, dann sieht er uns ja nicht. Kann er nicht weglaufen vor dem Dynamit. Wunderbar. Wunderbar. Und noch einmal das Ganze. Dann haben wir es auch schon geschafft. Manchmal will er das Dynamit aber auch nicht sofort aufheben. Ist ein bisschen nervig, aber gut. Wir haben es geschafft und er wird jetzt gleich, glaube ich, eingesaugt. Ist voll brutal sein im Film. Aber gut, da sollte Shotron auf jeden Fall nicht hinschauen. Und die Sklaven freuen sich und glauben den Hut. Säcke. Wunderbar. Wunderbar. Die Sklaven sind befreit. So muss es sein. So muss es sein. Wir haben Wily für die Zeremonie freigeschaltet. Und mehr auch gar nicht. Abenteuer haben wir natürlich nicht. Ein bisschen Kleingeld. Und zurück zur Universität. So. Dann hoffe ich natürlich, dass euch dieser Part gefallen hat.
Ich würde mich über eine Bewertung, einen Kommentar und auch ein Abo freuen. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski, euer Flastwi. Bye bye.